Wir kriegen leider das 1:0, wo ich mich leicht verschätzt habe. Und dann kommen wir ins Spiel zurück, was wir absolut angesprochen haben, alle drin in der Halbzeit. Und dann schießen wir leider so ein blödes Eigentor, kann man sagen. Sehr, sehr unglücklich. Ich hätte mir natürlich einen Sieg gewünscht, aber im Endeffekt nach dem Pressing, was wir da am Ende auf uns bekommen haben, können wir ganz zufrieden sein mit dem Punkt. Seid ihr jetzt mit dem Punkt zufrieden? Nein, auf keinen Fall. Vor allem nachdem wir die Partie dann wieder drehen, 1:0 in Rückstand gewesen, schaffen wir es, dass wir die Partie drehen, 2:1 für uns. Ja, und dann auf einmal fangen wir wieder an zum Schwimmen und ja, geben das Spiel wieder so aus der Hand. Ich denke, das ist kein Elfmeter, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ich habe noch keine Wiederholung gesehen. Und dann auch doppelt bestraft zu werden mit einem Elfmeter und einer roten Karte, da denke ich, wo ich ihn gehalten habe, da hat er nur runtergeschaut. Ja, ich war ziemlich weit weg als Stürmer, aber ich habe nur gesehen, dass der Repos erst angefangen hat zum Stoßen. Danach ist der Erik zurück in den Zweikampf gegangen, wollte wieder Körper an Körper und der hat sich fallen lassen. Entweder ja, man gibt gar nichts oder Foul für uns, weil er angefangen hat mit Stoßen. In der ersten Halbzeit war umstrittene Situation ein Tier? Ja, da war dasselbe. Ne? Ich werde gestoßen, wer umgehaut, ne? Und er pfeift nichts. Bei dir war es, glaube ich, ein bisschen kritisch, dass du überhaupt spielen kannst. Was war denn los? Ich habe ganz wenig ein Zwicken im Knie gehabt, aber nicht der Rede wert. Und ja, jetzt hat es mich erwischt mit einem Eisenbahner. Ich glaube, den werde ich noch ein paar Tage spüren. Ja, natürlich. Die Minuten, wo wir eben das Spiel gedreht haben, waren sehr gut von uns. Aber natürlich müssen wir dann einfach darauf weiterspielen und das, ja, darauf ansetzen, dass wir einfach höher führen und dann kann auch nichts mehr passieren. Zufrieden müssen wir am Ende sein, aber zufrieden können wir im Gesamtpaket nicht sein. Wir als Austria Wien müssen daher kommen und die drei Punkte mitnehmen.